Herzlich willkommen zu einer Videosequenz zu den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung. Welche Verfahren werden wir hier konkret behandeln? Das ist einerseits die Kapitalwertmethode, gefolgt von der internen Zinsfußmethode und der Annuitätenmethode. Und wir werden das insofern vorgehen, dass wir einerseits immer die Methode vorstellen, anschließend dann auch mit einem Beispiel arbeiten werden. Grundsätzlich sind folgende Annahmen bei diesem Verfahren zu berücksichtigen. Der Kapitalmarkt und der Geldmarkt wird als vollkommen erachtet. Das heißt, es ist also möglich, zu einem einheitlichen Zinssatz Geld anzulegen bzw. aufzunehmen. Außerdem beurteilen wir die Investition unter Sicherheit. Das heißt, wenn wir die Sicherheitssituation verlassen würden und in die Unsicherheitssituation gehen würden, würden wir auch eben diese Modelle nochmal modifizieren müssen. Kommen wir nun zu der Kapitalwertmethode als erste Methode, die wir besprechen. Und es ist insofern so, dass die Investitionen anhand des sogenannten Kapitalwertes berücksichtigt, beurteilt werden sollen. Bedeutet auch, dass der Kapitalwert nichts anderes ist als der Barwert der durch die Investition bedingten Ein- und Auszahlungen. Und das ist nichts anderes als der heutige Wert. Das heißt, anhand, wie Sie in dieser Formel sehen, müssen die Einzahlungsüberschüsse hoffentlich, können auch mal in Perioden Auszahlung größer sein als Einzahlung, diskontiert werden. Und dann wird der heutige Wert dieser künftigen Zahlung berechnet. Und das ist eben genau der Kapitalwert. Es ist genau die Investition zu realisieren, die den höchsten positiven Kapitalwert realisieren lässt. Und das schauen wir uns anhand eines Beispiels mal an, indem wir eben eine Investition betrachten, die über zwei Perioden läuft. Der Zinssatz sei mal 5%. Und wir haben hier drei Zeitpunkte. Zeitpunkt heute, wo eine Zahlung von der Höhe von minus 2000 Euro zu erwarten ist. Das ist praktisch also auch eine Anschaffungsauszahlung einer Investition. 1000 Euro ist der Rückfluss nach einem Jahr, 3000 nach zwei Jahren. Deswegen, wenn wir diesen Barwert hier berechnen, haben wir auch von 2000 Euro natürlich auch als Barwert die 2000 Euro. Pro forma hier mal angeführt, den Diskontierungsfaktor mit 1,05 hoch 0, was ja bekanntlicherweise 1 ist. Es muss auch diskontiert werden die künftigen Zahlungen, einerseits die 1000 Euro mit 1,05 hoch 1 und die 3000 Euro mit 1,05 hoch 2. Und diese einzelnen Barwerte, die werden jetzt aufsummiert, ganz genau wie die Formel auf der Vorseite es genau gezeigt hat und verlangt hat, zu einem Kapitalwert von 1673,47. Das heißt, es spricht auch nichts dagegen, dass die Investition nicht realisiert werden sollte, denn der Kapitalwert ist bekanntlicherweise positiv. Das zweite Verfahren, das jetzt betrachtet wird, ist die interne Zinsfußmethode. Und hierbei werden zur Beurteilung die internen Zinssätze berechnet. Sehr stark finanzmathematisch auch verwandt mit dem, was wir aus der Kapitalwertmethode kennen. Denn wir müssen die hier nur umstellen nach dem Kapitalwert, der hier gleich 0 gesetzt wird. Und auszurechnen ist genau der interne Zinssatz, für den das gilt. Das heißt, die Formel, die können wir hier übernehmen, nur hier gleich 0 setzen und gesucht ist jetzt eben der Zinssatz i. Und es sollte die Investition herausgenommen werden, gewählt werden, die den höchsten positiven internen Zinssatz verspricht. Ja, zum nächsten Beispiel, das mal illustriert. Hier haben wir auch eine Investition mit folgenden Merkmalen zu drei Zeitpunkten. T gleich 0 minus 100, T gleich 1 plus 3, T gleich 2 plus 104 soll eben genau ein interner Zinsfuß berechnet werden. Das packen wir sozusagen also auch in die Kapitalwertmethode hinein. Und wir müssen diese Gleichung umformen und nach i auflösen. Das ist bei vielen Gleichungen nicht so einfach, denn wenn Polynome höheren Grades vorliegen, müssen das gegebenenfalls mit Näherungsverfahren wie das von Newton gelöst werden. Hier haben wir mal ein Beispiel, ein Polynom zweiten Grades, was auch mit den Umformungen, die hier aufgeführt sind, mit der PQ-Formel beispielsweise lösbar ist. Sie können aber allerdings und selbstverständlich auch ein anderes Verfahren nehmen, wie zum Beispiel die quadratische Ergänzung, um hier die beiden Nullstellen auszurechnen. Das erfolgt auch auf der nächsten Seite. Wir kriegen hier also zwei Lösungen raus. Einerseits kriegen wir eine Lösung mit 3,49% im Positiven raus. Auf der anderen Seite eine Lösung von minus 200,49 im Negativen. Diese Lösung ist diese zweite, natürlich finanzmathematisch eine korrekte Lösung, ökonomisch allerdings völliger Quatsch. Dennoch gilt, dass diese Investition realisiert werden sollte, denn es liegt eine positive interne Rendite vor.
Kommen wir nun schon zu dem letzten Verfahren, was wir hier haben, die Annuitätenmethode. Und hier wird aufbauend auf dem Ergebnis der Kapitalwertmethode die Annuität berechnet. Das heißt, es wird das umgerechnet, was in einem heutigen Wert angegeben war, in einen konstanten Rückfluss über die betrachteten Perioden. Dazu ist die Annuität zu berechnen, indem der Kapitalwert, den wir hier ausgerechnet haben, beispielsweise mit der Kapitalwertmethode, mit dem Annuitätenfaktor multipliziert wird. Und wir erhalten die Annuität. Hier nochmal nachrichtlich die Formel für den Annuitätenfaktor. Es ist natürlich die Investition zu realisieren, die die höchste positive Annuität aufweist. Es gibt natürlich im Vergleich zur Kapitalwertmethode keine unterschiedlichen Ergebnisse hier zur Annuitätenmethode. Ja, unter Fortsetzung des Beispiels, was wir haben, können wir feststellen, dass eben in Anknüpfung des Kapitalwertes, der hier berechnet worden ist, mit 1673,47, der mal in die Annuität umgerechnet wird, und Sie stellen fest, dass hier eine Annuität herauskommt von 900 Geldeinheiten. Das heißt, für den Investor ist es genau gleich günstig, entweder die 1673,47 in einer Summe heute zu nehmen oder zwei Zahlungen zu T gleich 1 oder T gleich 2 in Höhe von 900 Euro. Das Ergebnis ist aber auf alle Fälle, dass die Investition realisiert werden sollte und könnte, denn wir haben hierbei eine positive Annuität als Ergebnis. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.